Moin Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir, und heute spielen wir wieder My Free Farm. Und wie wir in der letzten Folge gesehen haben, sind wir ein Level aufgestiegen, und das werden wir jetzt einmal kurz zeigen. So, da gab es jetzt ziemlich viel an Blümchen, denke ich mal. Und wir können die Ziegenfarm auf Stufe 3 und den Hühnerstall Ausbau Stufe 4 machen. Und das ist das Gesamtlevel 23. Ja, das ist natürlich richtig gut. Nur das Blöde ist, wir haben keine Ziegenfarm oder sonstiges, noch nicht. Aber ich habe es jetzt auch im Moment noch nicht vor. Ja, wir werden jetzt mal gucken. Ne, wir werden erstmal in die Stadt fahren. Und gucken, was wir so bekommen haben. Hier sind die ganzen Blümchen. Rosen. Ja, das kostet kaum was. Benötigt ein Feld alles. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal im Großhandel. Ne, da wollte ich nicht hin. Nein, da wollte ich nicht hin. Okay, hier baut keiner Rosen oder... Ah ne, ach Quatsch. Was? Die verkaufen ziemlich günstig. Wieso? Okay, Rosen lohnen sich definitiv nicht, aber es kommt auch darauf an. Aber ich kaufe jetzt einfach mal ein paar. Wenn die schon nichts kosten, kann ich auch kaufen. Okay, komm. So, gucken wir uns was anderes an. Okay, das ist ja... Nee. Das ist ja nichts wert. Gar nichts. Okay, gucken wir uns die nächsten an. Das ist auch nichts wert. Das kann man sich lieber so einfach kaufen. Sind auch unter 1 Euro, also. Aber uns beschäftigt gleich, wie lange die ganzen Sachen dauern. Ich gucke jetzt nochmal. Oh. Das kostet was. Das lohnt sich. Okay, da werde ich auf jeden Fall ein paar Stück kaufen. Ist aber ziemlich teuer. Ja. Das passiert, wenn man in der Stadt wohnt. Okay. Ich werde jetzt doch noch mal so einige kaufen, okay. Das reicht jetzt aber auch, ich will ja nicht ganz pleite sein. Okay, da haben wir... Okay, die... Das ist natürlich auch ganz schick. Kostet auch etwas. Na, scheiß auf die Coins. Okay, die hier kosten am meisten. So. So, ab zur Farm. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, nur Saatgut. Ne, hier Blümchen.
Okay, da kann ich sie nicht machen. Wieso nicht? Okay, die dauern gar nicht mal so lange. Aber ich kann sie hier nicht pflanzen. Das ist das Problem. Das muss ich erst einmal rauskriegen. Das ist jetzt ziemlich scheiße. Aber ich denke mal, man muss so einen Rosenfeldacker oder irgendwas haben. Das ist blöd, das ist blöd, das ist ziemlich blöd irgendwie. Okay. Man kann jetzt auch nicht nachgucken. So. Obwohl, hier gibt es doch eine Info. Ja, genau hier. Level 23. Blumenwiese. Blumenwerkstatt. Ah, okay. Sie. Ja. Ah, hier. Nee. Das hier ist der Bauernmarkt. Okay. Haben wir doch noch was freigeschaltet. Okay. Wo kann ich denn das Blumenfeld haben? Ah, okay. Aha. Oh, das ist teuer. Aber kaufen wir jetzt mal. Das könnten wir noch kaufen, aber. Okay, wir würden sagen, wir fangen mit Rosen an. Obwohl Rosen bringen gar nichts eigentlich. Fangen wir gleich mit was Schöneres an. Kann ich nicht hier alle einfach. Oh ne, hier kann. Hä? Also. Ah, okay, hier können wir nur diese machen. Okay, dann gehen wir woanders. Na hier. So, alles gießen. 5 Stunden. Okay. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir hier ein paar Punkte sammeln. Insgesamt 10.000 Punkte. Ja. Wir könnten uns noch dies schnell kaufen. Level 31, alles klar. Okay, und hier können wir auch noch irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Okay. Hier können wir so welche Blumen, so Blumensträuße machen. Können wir einfach mal einen machen hier. Genau. Der dauert jetzt ziemlich lange. Okay, das war's dann auch. Und wo wir die anderen Teile machen können, das ich denke mal erst später. Diese hier. Ah, nee, das sind diese. Ach, das sind diese Blumensträuße. Okay, alles klar.
Tischdeck. Okay. Da haben wir doch was dazu gelernt. Ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu erzählen, glaube ich. Ah doch, wir können noch hier mal schnell diese Acker füllen. Mit was? Mit was? Ich würde sagen, na, ich mache noch einmal hier mit der Kornblume. Die lohnt ja. Und dann werde ich noch mal meine Coins dann im Markt, glaube ich, einmal anbieten, weil ich die eh nicht brauche dann. Dann kommt ein bisschen Geld wieder in die Kasse rein. Ja, und im Moment ist viel mit Anpflanzen, Anpflanzen, Anpflanzen und von jeder Sorte, da wir jetzt diese Kräuter wieder kaufen müssen, oder? Und so weiter und so fort, deswegen. Aber es kommt wieder alles rein hier. Getreide und so haben wir ja noch genug. So. Coins. Angebot erstellen. So, wir haben 20 Stück. 20. Und wir müssen das. Wir 89. 1000. Okay. Gibt ordentlich Kohle wieder, sofern es einer kauft. Ich bin halt immer der günstigste und somit müssten wir gleich ein paar Nachrichten bekommen oder auch nicht. Kann auch schon etwas länger dauern. So. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.